Das heutige Video hat tatsächlich 4 Stunden Recherchearbeit gekostet, denn in dem heutigen Video stelle ich euch tatsächlich 54 Dinge vor, die du garantiert im neuen Brawl Talk verpasst hast. Leute, heute ist es wieder soweit. Ich habe mir den Brawl Talk von oben bis unten angeguckt und ihr habt es gerade eben im Präintro gehört, ich habe tatsächlich 54 Dinge rausgeschrieben, die ich euch heute in diesem Video vorstelle, die ihr garantiert im Brawl Talk verpasst habt. Als allererstes möchte ich einmal ganz kurz anmerken, dass meiner Meinung nach dieser Brawl Talk der beste Brawl Talk und das beste Update ist, was wir dieses Jahr bekommen haben. Und ich kann euch auch jetzt schon sagen, dass das nächste Update, was Anfang Dezember kommt, dieses Update hier höchstwahrscheinlich sogar noch toppen wird. Das heißt, schnallt euch jetzt an, holt euch Popcorn, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Freunde, für meine geisteskranke Recherchearbeit will ich hier auf diesem Video die 5000 Daumen nach oben sehen. Abonniert auch unbedingt kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Teilt es wieder mit euren Freunden. Ganz wichtig, am 5.11. kommt das Der Merch Geburtstagspaket raus. Das ist streng limitiert auf 750 Stück und das ist wieder ein geisteskrankes Paket. Ihr könnt wählen zwischen T-Shirt und Hoodie-Paket. Dazu gibt es eine handsignierte Autogrammkarte, unterschrieben von Lukas Broysters und mir. Und einfach mal einen Der Merch Adventskalender mit richtig geiler Lindt-Schokolade, die ist wirklich so unglaublich lecker, Freunde. Ein richtig geiles Paket. Und ihr könnt dieses Mal einfach euren Hoodie komplett customizen an euch. Ihr könnt einfach in das Logo euren eigenen Namen eintragen. Und es gibt auch wieder einfach mal ein goldenes Ticket. Einer von euch wird das goldene Ticket in seinem Paket finden. Wenn du das goldene Ticket findest, dann kommen Lukas und ich höchstpersönlich zu dir nach Hause. Wir nehmen ein richtig geiles Video auf, egal wo du wohnst. Also gönnt euch den Merch und jetzt geht es los. Also Freunde, dieses Mal müssen wir tatsächlich bei dem Premiere-Intro starten. Denn bereits in dem Premiere-Intro gibt es so unglaublich viele Sachen zu finden, die dieses Mal dort passiert sind, dass wir das Ganze unbedingt ansprechen müssen. Wir fangen einfach mal an. Punkt Nummer 1. Wir konnten bereits in der Premiere am Anfang den neuen Grom-Skin bzw. den Hut von dem Grom-Skin sehen. Ebenfalls ist rechts der Pizzakarton und der Pizzaschieber vom neuen Ash-Skin zu erkennen. Kamera von dem neuen Brawler Buster ist zusätzlich bereits links unten versteckt. Wir erkennen einen Monster-Rucksack. Dieser Monster-Rucksack sieht hier ein bisschen anders aus, deswegen wusste ich am Anfang nicht direkt, zu wem der gehört oder ob das hier vielleicht bereits ein neuer Brawler ist. Aber dieser Monster-Rucksack hier, den man hier erkennt, der gehört ebenfalls zu dem neuen Grom-Skin. Wir haben einen großen Eingang zur U-Bahn-Station und ich finde, dieser Eingang erinnert tatsächlich an den Star-Park-Eingang hier in der Trainingshöhle. Oder was meint ihr? In der Lampe ist einfach mal der Arm von dem neuen Penny-Skin versteckt. In dieser Premiere sehen wir tatsächlich eine neue Waffe, höchstwahrscheinlich von dem Brawler, den wir im nächsten Update bekommen werden, denn wir sehen einen neuen Geheimblaster hier unten in der Mitte. Ebenfalls hier in diesem Frame auf der linken Seite in der ganzen U-Bahn-Station verstreut, sieht man tatsächlich irgendwelche Pömpel, solche Klopömpel. Das ist tatsächlich sehr komisch. Zusätzlich in dem Frame sehen wir ein neues Schwert oder eine Art Dolch, was hier in der Kiste drin steckt. Und des Weiteren sehen wir Kisten von den Robotern, die wir auch aus den aktuellen Maps und der aktuellen Umgebung kennen. Und zwar ist die Rede hier von diesen Kisten, die hier in dem Fahrstuhl die ganze Zeit hoch und runter fahren. Die hat man auch hier in der Premiere wieder gesehen. Wir sind jetzt schon beim nächsten Frame. Bei 1 Minute und 6 sehen wir tatsächlich vorne rechts im Bild eine neue Kiste oder eine Art Rucksack, wo tatsächlich diese Pömpel und das Schwert dran befestigt sind. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das für ein Teaser auf den neuen Brawler ist. Aber auch hier, neuer Brawler bereits in der Premiere von dem aktuellen Brawl Talk drin. Zusätzlich dazu laufen irgendwelche seltsamen Ratten unten durchs Bild. Wir können erkennen, dass es eine große Uhr gibt, die in dieser U-Bahn-Station hängt. Aber diese Uhr funktioniert nicht richtig. Und wisst ihr, woran ich hier denken musste? Dass im Star Park die Zeit still steht. Das wissen wir. Und die Uhrzeit hier auf dieser Uhr
beträgt tatsächlich die ganze Zeit 7 Uhr oder 19 Uhr. Wir können es nicht genau sagen, ob das jetzt morgens oder abends ist. Ebenfalls gibt es ein komisches Raumschiff, was hier in der U-Bahn-Station hängt. Ist es vielleicht von Ruffs? Auch davor in den ganzen Frames haben wir bereits kurz gesehen, dass es sehr viele Tickets gibt, die hier in der U-Bahn-Station verstreut sind. Heißt es, die Brawl Stars Tickets kommen zurück, die vor über einem Jahr entfernt worden sind? Zusätzlich dazu, in diesem Frame gibt es einen sehr merkwürdigen Sarg hier links an der Seite, der an dem Eingang gelehnt ist, mit einem Totenkopf-Symbol. Wir haben einen lila Deckel auf dem Tresen, darunter gucken so ein paar Tickets hervor und bei 1 Minute und 34 können wir tatsächlich höchstwahrscheinlich das Halsband von Kid erkennen. Kid ist ja tatsächlich leider in dem Update nicht ins Spiel gekommen. Ich hab's predicted, aber hatte leider nicht recht. Ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf, denn auch hier wieder das Halsband und natürlich hier den Vergleich in-game. Hier habt ihr den Kid-Sticker und natürlich auch hier wieder dieses Halsband. Klar muss man erwähnen, dass es auch dem Schal von Shelly sehr ähnlich sieht, aber ich vermute, dass es hier der Verweis zu Kid erneut ist. Und in diesem Frame hier, den ihr gerade seht, das ist derselbe Hintergrund wie im Brawl Talk. Zum Brawl Talk kommen wir natürlich gleich, aber es war es immer noch nicht der Premiere. Bei 1 Minute 53 sehen wir nochmal einen ganz großen Überblick über diesen U-Bahnhof und wir sehen links einen Kronleuchter. Und auch dort in diesem Kronleuchter ist irgendetwas drin. Es scheint so wie so ein weißer Hut zu sein. Man kann das nicht so gut erkennen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was es sein soll. Allgemein kann man hier auch nochmal sehr schön eine Sache feststellen. Und zwar, diese komplette U-Bahn-Station ist ausgestorben. Sie wirkt wie komplett leergefegt. Es gibt keinen einzigen Gast, keinen Brawler, keine Skins, keine Menschen weit und breit zu sehen, als wenn diese komplette U-Bahn-Station schon seit Ewigkeiten leer steht. Deswegen laufen auch so Ratten rum. Alles ist irgendwie ganz unorganisiert. Sehr, sehr komisch. So, jetzt kommt ein Sprung. Also das waren bereits die ersten 21 Sachen, die wir bereits nur in der Premiere erkennen konnten. Und jetzt schnallt euch mal an. Jetzt geht es nämlich los mit dem Brawl Talk. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Es geht los. Freunde, wie gesagt, der Brawl Talk geisteskrank heftig. Schreibt auch gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare. Und an der Stelle bleibt unbedingt dran, denn es gibt auch noch ein Skin-Gewinnspiel heute in dem Video. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Annie und Paula scheinen vermutlich in dieser gerade angesprochenen verlassenen U-Bahn-Station zu sein, denn sie befinden sich an so einem verlassenen Ort. Vielleicht ist es auch ein verlassener Ort im Star Park. Paula ist vermutlich als der neue Penny-Skin verkleidet. Ihr seht hier einmal im Vergleich den Penny-Skin und Paula eingeblendet. Und Danny wird einfach mal von einem Waschbären entführt. Er wird einfach weggezogen. Und dann geht's weiter. Wir befinden uns jetzt in der Moderationshalle, sage ich jetzt einfach mal. Und auch hier, ne, Vergleich zu Punkt Nummer 19. Wir befinden uns tatsächlich hier, wo der Brawl Talk aufgenommen wurde, in Anführungszeichen, in der U-Bahn-Station. Und in demselben Frame, wenn wir einmal an das Gesicht von Danny ranzoomen, erkennen wir, dass er hier so Kratzer hat und auch einen Pflaster auf seiner Seite aufgeklebt. Liegt wahrscheinlich daran, dass er kurz davor einfach mal von so einem Waschbären entführt worden ist und weggezogen wurde. Wir haben eine richtig coole neue Umgebung. Und zwar das Zuhause von Gus. Wenn wir uns diese Umgebung nochmal langsam angucken, dann können wir tatsächlich an der Seite diese Geister erkennen, die auch schon ein bisschen angeteasert worden sind. Die stehen hier einfach, gucken sich so ein bisschen das Ganze an, ne? Ist halt so eine Geister-U-Bahn-Station. Wie gesagt, die schon Ewigkeiten verlassen ist. Kein Wunder, dass da Geister auftauchen. Denn ihr wisst es ja auch, der gute Gus ist auch ein Geist. Und bereits am Anfang vom Brawl Talk erfahren wir, dass es zum Release vom Update einfach mal einen Gratis-Skin geben wird. Zwar nicht geschenkt, es gibt eine 18-Siege-Challenge am Tag, wo das Update rauskommt. Wollt ihr eigentlich wissen, wann genau das Update kommt? Ich kann euch gerne die nächsten Tage nochmal ein Video aufnehmen, wo ich euch vorstelle, wann ich vermute, wann das Update released wird. Wenn ihr wissen wollt, wann das Ganze passiert, schreibt gerne mal Hashtag wann kommt das Update in die Kommentare. Dann werde ich nochmal ein detailliertes Video dazu machen, wo ich vermute, wann das Update erscheint. Aber jetzt bitte einmal kurz anschnallen. Der neue Brawler Buster. Wir schauen uns einmal ein bisschen genauer an. Ihr müsst auch gut aufpassen, denn der neue Brawler Buster ist auch wirklich unglaublich geil. Das ist mit einer meiner Lieblingsbrawler von den letzten chromatischen, die jetzt veröffentlicht worden sind. Also, ich erzähle euch einmal ganz kurz was zu Buster. Buster vervollständigt tatsächlich ein Trio. Und zwar das Trio zusammen mit Lola und Fang
Sie bilden zusammen das Starpark Kino Trio. Buster hat 8400 Leben auf dem maximalen Level. Und das ist einfach mal mehr Leben als Rosa. Rosa hat 8100 Leben und sogar auch als Ash. Ash hat auch nur 8100 Leben. Es gibt nur zwei Brawler im Spiel, die mehr Leben haben als Buster, und das ist geisteskrank. Und zwar einmal Frank. Frank hat 10500 Leben. Und der Boxer hat 9000 Leben. Aber ansonsten ist Buster einfach mal auf Platz 3 der Brawler, die am meisten Leben im Spiel haben. Buster hat eine ähnliche Attacke wie Sandy und Frank. Sein Schaden ist aber abhängig davon, wie nah er an einem Gegner dran ist. Und den maximalen Schaden können wir tatsächlich leider im Brawl Talk nicht erkennen. Aber er macht wenig Schaden, wenn er weit weg von einem Brawler ist, und viel Schaden, wenn er dicht an einem Brawler dran ist. Das niedrigste, was man im Brawl Talk sehen kann, ist tatsächlich 1282 Schaden. Und den höchsten Schaden, den wir erkennen können, und jetzt haltet euch fest, ist einfach mal 2608 Schaden. Digga, das ist fast so viel, wie wenn man mit Rosa einfach mal ein komplettes Projektil abfeuert. Ihr seht hier, der Roboter hat jetzt gerade noch 4000 Leben. Und jetzt noch 1930. Das heißt, wir haben 2070 Schaden mit einem vollen Projektil quasi von Rosa gemacht. Einfach mal nur als Vergleich. Der Boxer im Vergleich macht tatsächlich 2160 Schaden. Also dieser neue Brawler wird wirklich geisteskrank. Und ganz wichtig, Freunde, wenn ihr euch den Brawl Pass kauft, ich kann euch wirklich nur empfehlen, dieser Brawl Pass lohnt sich wirklich geisteskrank. Nicht nur krasse Skins, sondern vor allem mit dem neuen Brawler Buster. Dann tragt auf jeden Fall bei euch komplett kostenlos im Brawl Stars Shop Creator Code Lukas ein, um Lukas auf Ehrenbruderbasis zu supporten. So, aber kommen wir jetzt mal zu der Ulti von Buster. Er erzeugt tatsächlich ein Schild, was alle Projektile abhält, die auf dieses Schild prallen. Und gleichzeitig sorgen alle Projektile, die auf sein Schild draufprallen, die sorgen für einen Abpraller. Und diese Abpraller gehen direkt zu den Gegnern zurück. Das heißt, selbst wenn die irgendwie krumm auf einen drauf schießen, dann prallt es nicht irgendwie im 90-Grad-Winkel ab, sondern prallt direkt wieder zum Gegner zurück. Und diese Projektile, die abgeprallt werden, machen sogar 1200 Schaden an den Gegnern. Digga, dieser Brawler, wirklich, er wird Brawl Stars brechen. Das wird geisteskrank sein. Das Ganze erfolgt dann in Form einer Filmrolle. Buster kann sich während seinem Schild auch bewegen, aber er kann die Richtung von dem Schild, wo er es hin ausgerichtet hat, nicht ändern. Wenn er das Schild eingesetzt hat, wehrt dieses Schild natürlich nichts ab, was über ihn kommt. Das heißt, Werfer können ihn extrem gut countern, sei es irgendwie Barley, Tick, Sprout oder auch zum Beispiel Janette, wie man es hier im Brawl Talk sieht. Wenn die über Buster fliegt, macht die natürlich trotzdem weiterhin Schaden. Das heißt, Buster ist nicht quasi unsterblich mit dem Schild, sondern kann es halt nur nach vorne machen, was ich echt krass finde. Und dahinter können sie natürlich auch seine Teammates sammeln. Ebenfalls können wir nicht im Brawl Talk entnehmen, was passiert, wenn Gegner durch dieses Schild gehen wollen. Sei es durch eine Ulti, wenn zum Beispiel irgendwie Daryl oder Bull gegen Buster stoßen und quasi durch das Schild durchbrechen wollen. Oder wenn Gegner einfach durch das Schild durchlaufen wollen. Das wird im Brawl Talk leider nicht gezeigt. Ebenfalls wird das Schild abgebrochen, wenn Buster schießen sollte. Das heißt, er kann nicht gleichzeitig das Schild benutzen und schießen. Wenn er schießen sollte, wird das Schild unterbrochen. Zusätzlich dazu hat Buster um sich herum so eine Art automatischen Ulti-Aufladekreis. Ihr wisst alle, woher wir das kennen. Natürlich von Bass hat so etwas Ähnliches auch schon im Spiel. Nur, dass Bass dadurch selbst seine Ulti auflädt. Ich vermute, bei Buster wird es ein bisschen anders sein. Erstens ist bei Buster dieser Kreis deutlich kleiner. Und ich vermute, man kann es ganz kurz im Brawl Talk sehen. Also erstmal vermute ich, dass das Ganze eine Star Power ist. Ich vermute nicht, dass es wie bei Buzz eine dauerhafte Sache ist, die Buzz da um sich herum hat. Und ich glaube, dass diese Star Power dafür sorgt, dass er sich selbst und Mitspielern sogar die Ulti aufladen kann. Aber nur ganz, ganz leicht und nicht so schnell wie bei Buzz. Das sieht man dadurch, dass Sprout einmal ganz kurz in diesen Kreis bei Buzz da eintritt. Und dass er solche Strahlen um sich herum hat. Und diese Strahlen erscheinen nur dann, wenn die Ulti aufgeladen wird. So, das ist schon mal sehr viel zu Buster gewesen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu Buster in die Kommentare schreiben. Aber es geht weiter. Wir sind jetzt bei Punkt Nummer 30.
24 Punkte kommen noch, also schnallt euch wieder an. Ich hoffe, ihr habt noch genug Atem, damit ihr alles mitbekommt. Also, ich gebe jetzt erstmal meine Skin-Preise-Vermutung ab. Es gibt echt sehr coole Skins in dem Update und ich denke, diese ganzen Skins werden relativ günstig sein, aber passt erstmal auf. Wir haben bereits von dem Zom-Brock-Skin am Anfang gehört. Der ist gratis in der Challenge, aber wenn man ihn in der Challenge nicht schafft, kann man ihn danach natürlich mit Gems kaufen. Ich vermute, wenn man ihn nicht schaffen sollte und mit Gems kaufen möchte, kostet er 49 Gems. Der Franken-Grom-Skin, ich denke, er kostet 79 Gems oder 149 Gems. Und jetzt, einmal ganz kurz an der Stelle. Ich kann dreimal diesen Franken-Grom-Skin gratis an euch verlosen. Wenn ihr einen Skin haben wollt, dann müsst ihr folgende drei Punkte erfüllen. Erstens, ihr solltet Abonnent des Kanals sein und die Glocke aktiviert haben. Zweitens, ihr solltet diesem Video einen Daumen nach oben gegeben haben. Und drittens, schreibt mir bitte eine Kontaktmöglichkeit in die Kommentare, das ist ganz, ganz wichtig. Beim letzten Gewinnspiel haben sich zwei der Gewinner nicht gemeldet und ich konnte sie nicht kontaktieren. Ich brauche dringend eine Kontaktmöglichkeit von euch. Ihr bekommt dann, wie gesagt, sowohl den Skin als auch einen Pin. Ich drücke euch die Daumen, lasst einen Kommentar da, damit ich euch den Skin in Form eines Links zuschicken kann. Dann könnt ihr ihn selbst einsammeln. Der GeForce Janett Skin, ich denke, er kostet 49 Gems. Der Blob Squeak, ich denke, er kostet 49 Gems. Und wir kommen zu einer geisteskranken Sache. Und zwar zu dem Gratis-Skin Omega Box Daryl. Ich denke mal, ihr wisst es ja alle, im Spiel gibt es den Megabox Daryl Skin. Natürlich inspiriert, klar, von der Megabox. Dieser Omegabox Daryl hat tatsächlich eine ganz spezielle Funktion und wurde mit einem festen Grund hier in diesem Update angeteasert. Im selben Atemzug wurde im Brawl Talk erwähnt, es wird im nächsten Update Anfang Dezember eine neue Box ins Spiel reinkommen, plus geisteskrank krasse Belohnungen und natürlich Gratisgeschenke. Und ich wiederhole nochmal, Omega Box Daryl. Ihr seht hier mal ganz kurz das Thumbnail von Pookie eingeblendet und hier mal ganz kurz nochmal die Box in groß. So hat Pookie die einmal ganz kurz gefotoshoppt und auf dieser Box sehen wir tatsächlich einen Gem obendrauf. Das heißt, es kann sogar sehr gut sein, dass wir aus dieser Omega Box wieder Gems rausziehen können. Und ich vermute, dass diese Omega-Box krasser sein wird als die Mega-Box. Und das wird wirklich geisteskrank heftig. Ich denke, wir bekommen im Dezember nicht nur wieder Gratis-Geschenke, sondern es wird auch eine neue Box angekündigt. Es wird ein neuer Gratis-Skin kommen. Und ich vermute sogar, dass wir in diesen Gratis-Geschenken, die dann ab 12.12. starten werden, dass wir dort auch diese Omega-Box gratis mindestens einmal bekommen werden. Und ich bin so unglaublich hyped. Diese Omega-Box wird so heftig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die wird Brawl Stars zerstören. Es werden so krasse Opening-Battles wieder kommen. Seid mal gespannt und gebt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von der Box haltet. Beziehungsweise was ihr glaubt, was diese Box machen wird. Weiter geht's. Fragmente und Ausrüstungsmarken bzw. Gears werden komplett aus dem Spiel entfernt. Alles, was man aktuell in Fragmenten und Marken gesammelt hat, egal ob man das eingesetzt hat für einen Brawler oder nicht, wird umgewandelt. Und zwar in folgender Umrechnung. 10 Gears und 10.500 Fragmente werden in 25.800 Gold umgewandelt. Also, no joke, ich denke, nach diesem Update werde ich bestimmt 1 Million Münzen haben, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das mal genau bei mir ausrechnen. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich das mal bei mir ausrechne, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ebenfalls können wir tatsächlich eine weitere geheime Sache feststellen. Und zwar wird vielleicht der Brawl Pass überarbeitet oder angepasst. Zumindest wie es in der Lobby aussieht. Denn bei 3 Minuten 6 schaut mal unten links. Wir sehen sowohl den Brawl Pass, der sieht ein bisschen anders aus, als auch einen Colt Pin. Hä? Habt ihr eine Ahnung, warum das da unten links ist? Gibt es eine neue Art von Belohnung im Brawl Pass? Gibt es jetzt irgendwie Colt Pins im Brawl Pass? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Jedes Gear kostet ab jetzt 1000 Münzen und kann extrem einfach für einen Brawler gekauft werden. Und man kann frei entscheiden, welches Gear man haben möchte und muss nicht erst die Gears aus Boxen ziehen und dann mit Fragmenten kombinieren und auf einen Brawler anwenden. Man kann einfach sagen, okay, ich möchte jetzt für Leon ein Damage Gear haben, kostet 1000 Münzen und da kommen wir auch schon mal direkt zu Punkt Nummer 40. Es gibt keine Gear Level mehr.
Wenn man einmal eins gekauft hat für 1000 Münzen ein Gear, dann ist es direkt auf der maximalen Stufe. Und das ist so unglaublich cool. Wirklich, dieses Update überzeugt mich wirklich echt auf allen Ebenen. Supercell hat in diesem Update auf so viele Sachen gehört und das ist so ein guter Move, den sie mit diesem Update bringen. Ich kann euch eine Sache sagen, wie gesagt, dieses Update ist schon krass und das nächste Update wird nochmal krasser. Ab jetzt gibt es 3 Seltenheiten für Gears. Es gibt super selten, kostet vermutlich 1000 Münzen. Episch kostet vermutlich 1500 Münzen. Mythisch kostet 2000 Münzen. Super seltene Gears gibt es für alle Brawler. Epische Gears gibt es tatsächlich nur für einige Brawler, weil Supercell das erstmal ein bisschen einfacher halten möchte. Kann ich sehr gut verstehen. Ich denke, wenn sie auf einmal ganz viele epische Gears und mythische Gears einbringen ins Spiel, dann wird es wieder ein bisschen unübersichtlich. Es werden jetzt erstmal nur 4 neue Gears eingeführt. Und zwar 3 epische Gears und dann halt ein mythisches Gear. Und das ist in dem Fall für Genie. Und wir sehen auch sogar, was dieses mythische Gear kann. Wenn man das für Genie anwendet, dann hat Genie tatsächlich bei der Ulti ein Teil größere Reichweite. Was echt geil ist. Es gibt einen neuen Meldebutton. Aber erstmal nur für Powerliga, denn Supercell möchte erstmal gucken, wie dieser Meldebutton funktioniert, ob der viel genutzt wird, ob der so in der Form gut ist, ob der schlau so ist. Da könnt ihr mir auch gerne, wenn diese Meldefunktion im Spiel drin sein sollte, gerne Feedback in die Kommentare schreiben und ich leite das Ganze dann an Supercell weiter. Und ebenfalls möchte ich einmal kurz erwähnen, bitte missbraucht diesen Meldebutton nicht. Ich kann euch garantiert sagen, wenn ihr öfter diesen Meldebutton missbrauchen solltet, dann wird es sehr wahrscheinlich auch so sein, dass wenn ihr öfter Spieler falsch melden solltet, dass es dann langfristig wahrscheinlich dazu führen kann, dass auch ihr gebannt werdet. Also Trolling wird bestraft. Danny und Paula haben Starpark-Hüte auf. Hier seht ihr nochmal den Starpark-Hut, der mir zugeschickt worden ist. Ich habe tatsächlich ein sehr komisches Gefühl gehabt, als ich das im Brawl Talk gesehen habe. Das Ganze steht wohl dafür, dass der Starpark auf jeden Fall noch nicht weg ist. Es wurden wieder so viele kleine Verweise zum Starpark hier eingebaut. Warum haben Danny und Paula die Hüte auf? Von wem werden sie kontrolliert? Und warum ausgerechnet in dem Part, wo über die Brawl Stars Weltmeisterschaft gesprochen wird? Und wenn wir gerade beim Thema Weltmeisterschaft sind, es wird auch wieder für euch gratis Sachen geben, wenn ihr die Weltmeisterschaft aktiv schaut. Ihr könnt wieder Spiele tippen, genauso wie letztes Jahr, und bekommt dann, wenn je mehr ihr richtig getippt habt, gratis Sachen im Spiel. Sei es Pins, Sprays und bei genug Punkten bekommt ihr sogar auch einen Gratis-Skin. Gehen wir mal genau auf den Rage Quit Tara Skin ein. Das ist nämlich der Skin, den ihr gratis bekommt. Eine genauere Erklärung, wie diese Tipps etc. funktionieren, gebe ich euch noch, wenn es soweit ist. Und eine ganz coole Sache ist, wenn ihr Tara noch nicht haben solltet und durch Tippen den Rage Quit Tara Skin freischaltet, dann bekommt ihr nicht nur den Skin, sondern schaltet auch noch Tara frei. Einfach mal einen mythischen Brawler umsonst, nur fürs richtige Tippen. Schaut dafür einfach die Weltmeisterschaft aktiv, da geht es eh um 1 Million Dollar Preisgeld, was sehr krass ist, also lohnt sich auf jeden Fall dazu zu schauen. Jetzt eine weitere richtig coole Sache. Gems sind jetzt benutzbar bei allen Sachen, für die man Münzen benötigt. Ihr seht hier zum Beispiel gerade, wo in dem Brawl Talk tatsächlich für einen Brawler ein Gear gekauft werden möchte. Das kostet 1000 Münzen, 100 Münzen fehlen noch. Und diese 100 Münzen kann man dann für 11 Gems einfach so dazu kaufen. Ich vermute, dass das Ganze auch einsetzbar für Brawler-Upgrades sein sollte. Diese funktionieren nämlich auch mit Münzen, das wisst ihr ja. Und ich denke auch, dass das nach dem Update dann ergänzt wird, dass man sowohl Gears mit Münzen und als Ergänzung mit Gems kaufen kann, Star Powers, Gadgets und halt auch Brawler-Upgrades, was ich mega geil finde. Und jetzt passt mal auf, wenn man das Ganze umrechnet, dann sind sogar solche Ergänzungen teilweise günstiger. Ihr habt es im Brawl Talk gesehen, 100 Gems für 11 Münzen und hier im Shop kosten 150 Münzen 20 Gems. Also rein umgerechnet sind dann diese 100 Münzen als Ergänzung für 11 Gems deutlich günstiger. Bringt einfach mal euren Kopf an, bisschen Mathematik, dann versteht ihr, was ich meine, dass es auf jeden Fall rein mathematisch sogar günstiger ist. In Testspielen ist es jetzt möglich, dass man im gleichen Team doppelte Brawler spielen kann. Eine coole Möglichkeit für neue Minigames. Sowohl im Brawl Ball kann man dann dreimal zum Beispiel Mortis spielen, dreimal der Nita, dreimal Edgar oder in Duo Showdown in Testspielen kann man auch Brawler doppelt spielen. Mega cool. Ich denke, da werden auch wieder geile Minigames kommen für meine Streams. Ihr wisst es, Freunde, abonniert den Kanal, um keinen Stream zu verpassen. Allgemeine Quests.
sind diese Quests, die es aktuell nur in Club-Quests gibt, diese hier zum Beispiel, ne, verursache 1 Million Schadenspunkte oder besiege 48 Gegner oder gewinne 10 Kämpfe. Das sind ja solche allgemeinen Quests. Die gibt es bisher nur hier in den Club-Quests, aber nicht im Brawl Pass. Da wisst ihr es ja, da gibt es immer nur Brawler-spezifische Sachen oder Map-spezifische Sachen oder Spielmodi-spezifische Sachen. Und diese allgemeinen Quests sollen jetzt auch in den Brawl Pass reinkommen. Dadurch ist es noch einfacher, den Brawl Pass hochzuspielen, da man mit allen Brawlern zum Beispiel so eine Schadensquest erfüllt und muss dafür nicht einen einzelnen Brawler nehmen, sondern macht diese Quest einfach so easy nebenbei. So, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind wir jetzt bei Punkt 49. Man bekommt viel mehr Gold aus Boxen. Ihr seht's hier, in dem Fall aus einer Megabox bekommt man einfach mal 800 Münzen. Wenn man jetzt aktuell eine Megabox aufmacht, dann bekommt man zwischen 150 und 200 Münzen. Das heißt, nach dem Update kommt man circa 4-mal mehr Münzen als jetzt momentan im Spiel. Das ist... Digga, Supercell macht wirklich alles richtig in diesem Update. Dadurch, dass man jetzt nur noch Münzen und Gems braucht, ist es halt eine mega geile Ergänzung, dass man jetzt mehr Münzen auch aus Boxen bekommt. Weil manche auch gefragt haben, auch aus Brawlboxen und Bigboxen wird man dann jetzt mehr Münzen bekommen. Ich habe es gerade kurz erwähnt, Star Power und Gadgets können jetzt direkt mit Münzen gekauft werden, wenn sie für den Brawler freischaltbar sind. Das heißt, wenn du jetzt einen Brawler upgegradet hast auf Power 11 und noch gar keine Star Power und noch gar keine Gadgets für diesen Brawler hast, dann war es ja danach immer so, man musste Megaboxen aufmachen und Boxen aufmachen, um diese Gadgets und Star Power zu bekommen. Das waren zusätzliche Kosten, die man dann in Form von Gems hatte. Oder aktuell musste man tatsächlich darauf warten, dass die speziellen Gadgets und Star Powers in den Shop reinkommen. Und jetzt ist es so, man kann einfach auf den Brawler gehen, ein Gadget kaufen für 1000 Münzen und eine Star Power für 2000 Münzen. So, wir sind bei Punkt 51. Wenn man einen Brawler aktuell ausprobiert, dann kann man das nur in der Trainingshöhle machen. Und nach dem Update kann man einen Brawler auch im Testspiel gegen Bots testen. Auch geil. Und jetzt zu guter Letzt noch 3 Balance-Änderungen. Und zwar einmal Barley. Barley macht jetzt mehr Schaden statt 1050, 1140. Mac hat jetzt mehr Leben statt 3300, 3450. Und Eve macht jetzt mehr Schaden statt 2145, jetzt 2340. Uff. Das waren jetzt 54 Sachen, Freunde. Lasst gerne nochmal eure Meinung zu dem Update und zu dem Brawl Talk in den Kommentaren da. Ich bin unglaublich gehypt. Alle mal Hashtag Supercell Liebe in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Wir sehen uns, bis dann und ciao, ciao.